Beginnen wir unser gemeinsames Gebet im Zeichen unseres Glaubens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein herzlicher Gruß an Sie und euch alle jetzt zu unserem gemeinsamen Gebet. Ich stehe hier in der Kirche St. Peter und Paul in Kaufbeuren. Hier direkt neben der Osterkerze, die hineinstrahlt in diese Kirche, und hier im Hintergrund die geschmückte Marienstatue. Jetzt im Monat Mai schauen wir auf Maria. Wir schauen darauf, aus welcher Kraftquelle sie für ihren Lebensweg geschöpft hat. Wir schauen darauf, was ihr geholfen hat, Herausforderungen in ihrem Leben zu meistern. Wir schauen darauf, wie feinfühlig sie hingehört hat auf das, was Gott ihr fürs Leben zugesagt hat. Und heute am Muttertag grüßen wir ganz besonders auch alle Frauen, alle Mütter und bitten um Gottes Segen für alle Frauen und für alle Mütter. Und so wollen wir jetzt hinhören auf das Wort Gottes und hören einen Abschnitt aus dem Lukasevangelium. Da heißt es: In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Fürchte dich nicht. Diese Botschaft hat der Engel Gabriel Maria zugesagt. Und sie war sehr aufmerksam auf diese Botschaft hin.
Sie hat ihre eigenen Themen, ihre eigenen Fragen ins Wort gebracht. Wie soll das geschehen? Schauen wir jetzt bewusst auf Maria noch einmal genauer hin, worin sie uns vielleicht einen Impuls heute mitgeben könnte, worin sie Vorbild sein könnte für dich. Maria, wir schauen auf dich und dein Leben. Du kennst die Schmerz- und leidvollen Augenblicke. Du kannst es verstehen, wenn sich im Leben vieles verwirrt. Wenn der Atem stockt, wenn Unverständnis verletzt, wenn Schmerz bedrückt, wenn Ablehnung lähmt, wenn das Leben nicht mehr fließen kann. Du hast die Verknotungen in deinem Leben ausgehalten. Von dir wird gesagt, selig, die geglaubt hat. Du hast an Gottes Treue geglaubt. Hilf uns glauben, Maria. Glauben wie du an Gott. Wir möchten wie du, Maria, glauben in aller Not. Maria, wir schauen auf dich und dein Leben. Du zeigst uns Wege der Hoffnung. Verletzungen können heilen. Verschlungenes kann sich glätten. Verworrenes kann sich entwirren. Entkräftetes zu Kraft werden. Wenn wir vertrauen und hoffen. Du hast auf Gottes Barmherzigkeit vertraut. Das hat dir Hoffnung gegeben. Hilf uns hoffen, Maria. Hoffen wie du auf Gott. Wir möchten wie du, Maria, hoffen in aller Not. Maria, dein Ja-Wort auf die Botschaft des Engels und zum Willen Gottes ist uns Vorbild. Doch unsere Kraft ist gering und unsere Liebe manchmal schwach. So bitten wir dich um deine Fürsprache. Maria, du Vorbild für alle, die offen sind für Gott. Du Vorbild für alle, die sich auf Gott einlassen wollen. Du Vorbild für alle, die Gottes Wort trauen. Du Vorbild für alle, die Gottes Willen annehmen. Du Vorbild für alle, die Christus zu den Menschen tragen. Maria, hilf uns im Glauben. Du Schwester aller, die sich um Gottes Willen mühen. Du Schwester aller, die glauben, auch wenn es schwer wird. Du Schwester aller, die zu Gott Ja sagen. Du Schwester aller, die ihr Leben in den Dienst Gottes stellen. Du Schwester aller, die vor Gottes Wort erschrecken. Maria, hilf uns im Glauben. Du Wegweiserin aller, die an Gottes Willen zweifeln. Du Wegweiserin aller, die sich scheuen, sich auf Neues einzulassen. Du Wegweiserin aller, die sich vor Gott verschließen. Du Wegweiserin aller, die Gottes Wille überfordert.
du Wegweiserin aller, denen die Wege Gottes fremd sind. Maria, hilf uns im Glauben. Maria, du unsere Schwester im Leben, unser Vorbild im Glauben, unsere Wegweiserin zu Christus, hilf uns mutig, unseren Weg des Glaubens zu gehen. Ja, herzlichen Dank allen, die unser heutiges Gebet mit ihren jeweiligen Beiträgen auch bereichert haben. Bitte mir jetzt Gott um seinen Segen, dass er sie segne, dass er dich segne für deinen Weg. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr schenke dir Kraft und Mut. Der Herr schenke dir Zuversicht. Er schenke dir Hoffnung. Er segne dich. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Alles Gute für Sie, alles Gute für dich. Bis bald.